Also das ist jetzt kurz nach dem Start auf dem 35 Grad Programm. Ich hatte heute dieses Labyrinth-Ding ausgebaut, mit Heißwasser und Reiniger das da sauber gemacht. Das sieht jetzt von hier dieser Seite noch sehr schlimm aus. Die andere Seite ist eigentlich so, dass man alles wieder sehen kann und auch dieses den Schwimmer kann man eigentlich ganz gut erkennen. Der funktioniert auf jeden Fall, da habe ich irgendwie alle anderen zugehalten, durchgepustet, das funktioniert soweit. Den Schwimmerschalter habe ich überprüft, der funktioniert auch. Bodenwanne ist trocken, beziehungsweise jetzt hat sie zwei, drei Tropfen Wasser drin von der Montage von diesem Labyrinth-Ding. Maschine habe ich eben schon um die 20 Minuten laufen lassen. Währenddessen Thermometer reingeklemmt. Es ist nie über 22 Grad warm geworden. Also ich gehe stark davon aus, dass da die Heizung doch kaputt sein wird oder der irgendwie ein Übertemperaturschalter oder irgendwas ausgelöst hat. Allerdings habe ich bei dem Gerät hier überhaupt keine Ahnung, wie man die so weit zerlegt, dass man an diese Heizung drankommt. Und es gibt nirgendwo ein Service-Manual oder ja, Werkstatthandbuch oder was auch immer für die Maschine leider. Es handelt sich dabei um eine Neff S54E53X1EU/72. Wenn mir da irgendjemand behilflich sein kann, wäre ich super dankbar.